Hallo und herzlich willkommen bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit. Und eure Nasty. Und wir spielen heute für euch. Ganz genau. So. Dann werden wir mal direkt kurz die ganzen Einstellungen machen und hier ein bisschen Krimskrams und Menügedöns und dann kann es sofort losgehen. Hier haben wir schon eine Figur zu kaufen. Zack, Chris, Trevor, bam, haben wir gleich zwei Figuren sogar. Und die ganzen Versus-Charakter gibt es noch. Können wir natürlich jetzt noch nichts kaufen, haben wir noch nicht gespielt. Völlig logisch. Outfit-Auswahl, vielleicht gibt es da schon was. Ah, Apocalypse finde ich nie so geil. Und du, Büro ist auch nie so geil. Wir wollen Rotkäppchen. Vereinten Söldner und Versus geht schon, auch wunderbar. Wo warten hier diese coole Figurenauswahl? Ich glaube hier im Archiv. Na, ich glaube schon mal eine Story zu Resident Evil. Ich blätter die mal kurz durch, damit ihr euch hier mal irgendwie. Ihr könnt ja Pause drücken und euch das durchlesen, ist ja kein Thema. So, Leute, danke für eure Geduld. Jetzt ziehen wir uns noch kurz die Figuren rein. Ziemlich cool, man kann sie drehen, ranzoomen. Ist nicht ganz dasselbe, wie wenn man sie selber hat. Aber wer unser Resident Evil 7 Unboxing auf YouTube gesehen hat, der weiß, wir haben die auch in groß. Thank you.
So, Leute, dann wollen wir mal starten. Captain Deschat here. We've secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Uyo Ingenji, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. This is Kirk. Chris, Sheva, can you read me? Chris here. Coming in loud and clear, Kirk. Yes. So, ich bin natürlich Chris Redfield und Nasty Scream ist natürlich Sheva. Los geht's. Chris here. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Alpha team has already infiltrated the area, and you will be
Zagonian is back up. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Chris Redfield. Go around to the side door. Good. You're both here. Come. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Grab your weapons. The operation's already started. Destination coordinates? Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. Come on! Thanks. Sheva, come on! Hurry! Roger. Sheva, come on. Hurry!
What the hell just happened? They didn't move like any zombies I've ever seen. And Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? You don't know what you're talking about! You can all go to hell! Wait a minute. That's the... People! For what? For now to Zuia!
We're trapped. We need backup, and we need it right now. Roger that. Just sit tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. Let's help each other here, quick. Thank you.
The gate is sealed, and we're trapped. We need backup, and we need it right now. Roger that. Stay tight. I'm on my way. Did you hear that, Shubba? Help's on the way. Got it. We just hope he gets here quick. Until Kurt gets here. Come on.
also ein was Gutes hatte die Aktion, dass wir einmal verreckt sind. Und zwar, dass wir jede Menge Items bekommen haben. Das ist ganz cool. Aber ich denke, so ein Einstiegskill ist vollkommen okay. Wobei wir das Spiel eigentlich mittlerweile schon in- und auswendig kennen, aber naja. Wir müssen uns auch erstmal wieder an diese alte Steuerung gewöhnen. Krasses L2, R2 ist Schießen und L1, R2 ist Messer. Ah, immerhin noch ein A-Rang geworden, hätte ich nie gedacht. Wir warten noch kurz, ob Nasty Scream auch ihre Trophäe bekommt. Ne? Ne, bitte, aber dafür kriegt sie alle anderen Trophäen. Immerhin anfangs. Ja, wir wollen ihn natürlich auch nochmal dazu bringen, dass man das nochmal durchspielt, das ist klar. So, Papa hat genügend Munition gesammelt. Wir verticken erstmal hier schön den edlen Ring. Die Knarre. Achso, warte, wir müssen erstmal gucken, welche stärker ist. 150, 170, 10. 150, 170, 10. Das sind die alle gleich, wa? Sinnloser Scheiß, dann weg. Ne, deine kannst du behalten. No, und du kriegst hier noch, nimm dir mal noch das Kraut mit am besten. Das Grüne, genau. So, und dann können wir jetzt eigentlich so losstarten, denke ich. Sollten wir überleben. Ich mach das mal nach unten, falls einer geheilt werden muss. So. Gut. Ich würde sagen, wir machen weiter. Kirk, direkt mit dem nächsten Kapitel. So, krass ist natürlich jetzt, dass hier in dem Level jetzt alles weg ist quasi. Also wenn wir jetzt zurückgehen würden, Items sammeln, ist alles weg. Alles fort. Oh, ich brauche eigentlich schon wieder bald. Hier, Nasty Scream ist schon total abgequatscht hier. Die rennt direkt vor. Ich hole mir hier von unten schon direkt das Pass. Und sie wartet dann quasi schon an der fucking Tür auf mich. Wieso kriege ich das scheiß Fass nicht? Nehme ich diesen, habt ihr das echt... Ah. Super. Gut, hat leider doch länger gedauert, dann hätte sie es eigentlich erholen können, aber normalerweise geht das alles bei uns ein bisschen schneller. Laufen, 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 laufen. Ich würde gerne noch nachladen, aber müsste ich ja stehen bleiben für. Come on! Und dann hat reißt es sein. Ich mach direkt nach links gehe ich. Das Screen ist hier voll eingestellt auf mich. Ich hab dann Muni für dich. Kriegst du gleich von mir. So. Ich gleich hier durchgehobt, komm. Warte, kriegst du erstmal Muni noch nach der Cutscene hier. Jetzt gleich kommt der. Check. Was uns auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass das Spiel deutlich schärfer ist. Sieht deutlich besser aus. Und ja, ist deutlich schärfer. Sieht meiner Meinung nach aus wie die PC-Version sogar. Wir spielen es gerade auf einer PlayStation 4 Pro inklusive Boost-Modus. Und das sieht man auch. Also es macht sich auch echt deutlich bemerkbar hier schon die ganzen Bewegungen. Es verschwimmt alles nicht mehr so stark, wenn man sich dreht und wenn man kämpft. Und finden wir wirklich so... Falsche Richtung, da ist die Scream. Normalerweise bist du schon vorne jetzt, oder kommst du schon den dicken hier? Ja, dann mache ich das. Bam! Da drüben. Machst du das? Was tust du? Okay. Ja, hinter mir ist ein Typ. Den wir einsammeln, kann er uns nie attackieren. Das ist eh zu blöd, um ihn zu attackieren, hab ich das Gefühl. Gut, dann machen wir den kalt. Na. Ah. Genau, wenn man Kreis drückt zum Beispiel, dann kann man sich nochmal bedanken. War mir jetzt meine Kugel echt eine Sekunde wichtiger als deine Lebensanzeige? Das ist echt ein schlechter Ausgangspunkt. Hat sogar Knete für uns hinterlassen.
weg. Eigentlich schlage ich keine Frauen, aber manchmal kann man auch echt eine Ausnahme machen. So. Nachladen, zack. Der SC-Scream ist auch schon auf dem Weg. Ja, wir sind schon drin. Und jump. Und jump. Und gleich kommt er, lass ihn rüberlaufen. Kannst du schon weitergehen. Schon mal clean. Ich hab eigentlich mit dir was ganz anderes vor. Knack. Echt? Ich weiß schon, wo die alle stehen, ey. So furchtbar. Ich fand's damals echt schade, dass die Leichen verschwunden sind, aber dafür hat's so ganz schön gespitzt, muss man dem Spiel lassen. Also wie das damals echt durch die USK einfach so gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ja, sammeln schon mal draußen alles. Ich mach dir dann die eine Tür oben auf, wenn du willst. Oder hinten, wo auch immer du reinkommen willst. Ich mach das mit dir auf. Du hast mir unten eine aufgemacht, hier. Da kannst du auch rein, glaube ich, oder? Ja. So, hat jemand von uns zufällig eine Granate bei? Warte, dann bleiben wir stehen. Zieh mal in die andere Richtung. Pack sie in die Hand. Dann ziehen wir darüber. Da drüben kommen dann die zwei Jungs. Die brauchen ein bisschen Liebe und Zärtlichkeit. Ich glaube, ein Kerl und eine Kirsche waren das. Gerade etwas unschlüssig. Nur da drüben. So, ich kümmere mich mal um die Nunu. Die kommen dann rausgesprungen, aber bleiben wir immer kurz stehen. Die Lappen. So, ich höre mal kurz. Super. Noch kurz das erste BSAA-Emblem, das ist hier. Zack. Nasty Scream hat schon ihren Schatz gefunden, sogar. Und wir können dann direkt weiter steuern. Hervorragend. Ab in den Keller mit der Nutte. Oh, und jetzt kriegt nämlich Papa seine neue Waffe. So. Schrodi. Immer an der Stelle. Dann kriegst du ja dann die fortgeschrittene Schrodi. Ich sag quasi immer den Scheiß der Besser, das meiner. Ich krieg dann dein Maschinengewehr bei dem neuen. Krieg ich dann für den Endlevel quasi kurz das neue. Ich guck nochmal, ich glaube, aber ich habe mich beim letzten Mal irgendwie geirrt. Oh, ich dachte, hier war irgendwas. Da! Das war nur ein weißes Ei. Und warum ich jetzt so sinnlos lang gehe, oder? Anscheinend nicht. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Nee. Hier anfassen, du musst die Füße treffen. Nee, wie so das Ganze im Bild. Pass auf, hier kommen Gegner. Ja, hab sie. Ganz wichtig, wer die Alte platt macht, ohne ihr den Kopf abzuschlagen, der ist einfach krass. Ich weiß gar nicht, ob man dann auch den Schatz bekommt, wenn man den Kopf rauslässt. Ich glaube, den Schatz kriegt man dann nicht. Ja, draußen dann. No?
Nee, andere Seite. Hier kommt er. Ah, da steht schon einer. Stopp, Jungs, komm zurück! Komm zurück! Mach du schon mal auf. Warte, der lebt noch! Ja, gut. Mach du schon mal auf der anderen Seite die Tür auf. Oh! Zurück mit euch, ihr Drecksvolk. Weg mit dir, Schwinde. Ah, jetzt hat er eine von hinten gekriegt, der Chris. Armer Junge, aber ich kann mich wehren. Kommt der? Kopfschuss. Fuck. Muss man nachladen, jetzt hat er mich fast gekillt hier. Ich hätte die Tür drüben aufgemacht, aber okay. Mach schon immer. Wir spielen schon seit, weißt du, 6 Jahren oder so das Spiel auf die gleiche Art und Weise und du bist immer noch überrascht. Unglaublich. Wollen wir unsere Kräuter kombinieren? Hast du Bock? Warte, ich gebe dir meins auch, wenn du willst. Ja. Ne, jetzt kombinierst du die mit Viereck, genau, zack, und jetzt heißt du uns. Benutzen. X benutzen. Oder so. Ja, ist scheißegal. Also ja, musst du ja, sonst gibst du es mir in die Hand. Warte, ich habe noch was für dich. Zack, hier eine Menge Munition. Schrodi, ja. Die grüne. Die grüne, ja. Kriegst von mir immer die blaue. So, das. Und los geht's. Boah, ist das schön scharf, ey. Das ist so geil. Also, ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass mich das Spiel nochmal irgendwie reißen kann, aber, oder begeistern kann, aber die Optik ist so schön flüssig und scharf. Jedes Mal wieder ein Genuss auf PlayStation 4. Zack, Bude auf hier. Scheiße, ich habe mich jetzt schon verlaufen, Alter, fuck. Oh, warte, Mäuse abknallen, ich will Mäuse abknallen. Ja, ich habe eine getroffen. Ja, ich habe eine. Das sah da, glaube ich, bis geil aus, ja. Das sieht schon viel besser aus als damals. Und hier, guck mal. Siehst du das hier? Geil. Hä, ging das damals schon? Das hier? Oder so eine klebrige Textur. Ach, ist der Buddy hier schon weggefallen? Was na? Dann hol dir deine schwulen Kisten. Hol dir ruhig deine schwulen Kisten. Denn was du nicht weißt, was ich aber weiß, ist, dass ich hier. Ja, mach ruhig. Aber der Pity, der holt sich Emblem Nummer 2. Ey, echt, hast du jetzt die ganze Schatztruhe leer gemacht, Alter? Warte. PD Special Move, Achtung, mal gucken, ob es auf PlayStation 4 auch noch geht. Unten, rechter Fuß. Wow, jetzt fliegt er sogar richtig runter. Krass, damals ist er immer so runtergeglitscht. Wunderschön, das Spiel. What the hell happened in here? Jede Menge krasse Scheiße. Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. Was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away.
Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. So, wo ist denn dieser Wichser? Da, der hat nämlich Munition, also das wäre schon wieder. So. Kiste, so langsam komme ich schon mit der Steuerung wieder klar. Naja, ich wollte noch gucken, ob hier noch was liegt. Oh, du hast schon alles, ne? Los, wir müssen Irving hinterher, vielleicht kriegen wir den Spaß noch. Oh, hier bin ich damals übelst abgegangen, dass man hier durch die Gitter gucken konnte. Das wäre schon noch beim ersten Mal. Hier, und jetzt fahren die weg und du siehst es. Das war damals halt PlayStation 3, ne? Da konntest du auf einmal durchgucken durch das Gitter. Da gab es auf einmal zwei Texturen. Boah, alles okay, ich habe genug am Start. Ich habe 44 Stück. Du hast 18 Stück. Ey, dort stehen ja die Patronen, Alter. Das wusste ich gar nicht. Ich hab das in Wesley 10 Jahren nie gecheckt, Alter. Ich hab schon wieder... Achso, du machst das hier, ne? Genau, Verteilung. Ne, du bleibst dort stehen. Hier. Scheißegal, entscheid mal dann. Du musst ihn verbrennen, ne? Weil ich bin dann immer der Assi, der dort reinrennt. Ne, ich renn rein und du stehst am Hebel, weil ich stehe ja immer rechts von dem Eingang. Also dort, wo ich jetzt stehe, stehe ich ja dann auch, wenn er kommt hier. Du stehst da immer hier und dann gehst du dann schon hier piep piep machen. Wenn der abgelenkt ist, der Assi. Kannst dann gleich, wenn du merkst, dass spitz auf mich gleich abfackeln, den Assi. That's what got Alpha Team. So, wir sind natürlich ein absolutes Dreamteam, deswegen hoffe ich, dass es jetzt hier total direkt von der Stange hier geht. Ich bin gespannt. Naja, ich versuch's. Ich glaube, den schon irgendwie zu mir den Assi. Komm schon, Buddy, komm schon. Komm, Zipara. Ich tu dir erstmal, komm. Na komm. Ich glaube, du kannst gleich drücken, ja. Ja, drück. Komm, Digga. Komm. Boah! Scheiße! Fuck! Fuck! Nee, der Typ ist noch hier draußen! Hinter dir! Er hat's nie erwischt! Los! Ja! Wir müssen erstmal eine Runde rennen. Versuchen nochmal abzulenken. Nee, Sonny! Sonny, warte, ich lenke ihn zurück! Zurück! Ja? Ja! Viel zu früh, meine ich. Nee, kommt schon klar. Das Blöde ist jetzt, kommt nur das hier. Und ich stehe jetzt hier vor dem Typen. Boah! Warte, vielleicht rennt er an dir vorbei. Und dann wartest du noch mal kurz. Okay. Achtung, halt dich bereit. Stell dich schon mal hin. Nee. Das ist voll nicht. Komm, Buddy.
Folgst du mir nachher? Ja, tu doch. Ja. Nett, wie du es versuchst, Digga, aber jetzt komm endlich aus dem Arsch. Oder? Noch nie. Jetzt! Drück! Burn, motherfucker! Gleich mal nachladen, Alter. Wir können jetzt gehen, nur. Ich glaube, der hinterlässt du keinen Schatz. Dafür musst du den nämlich killen, ohne den zu verbrennen. Fuck you, Bastard. Und Jimmy. So, warte, ich guck nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, genau. Es ging nur, wenn du so kalt machst. Mit Waffen. Ist schwierig mit so wenig Munition. Wir hätten es mit Messern und so probieren können, aber da wäre die Lebensanzeige jetzt ganz unten auf jeden Fall. Das können wir dann nochmal später mit ordentlich coolen Waffen machen. Da rennst du einmal rein, schießt dreimal auf den, da fällt er um. Nimm die anderen zwei. Und Emblem Nummer 3 haben wir hier. Ja, dann im nächsten Level wieder. So. Und hoch geht's. Got it. What was that thing? B.O.W. that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Diese Bitches. So. Sogar die ganzen 1000 gleich. Das ist ja wunderbar. So. Obwohl wir so lange gebraucht haben. War das Schlechteste, aber. Ja, die Präzision war top bei uns beiden. So, Leute. Wir gehen hier an der Stelle erstmal kurz aufs Spiel beenden. Gehen aber nochmal kurz in unser Inventar. Die Objektverwaltung. Da können wir hier nochmal kurz alles schick machen. Ich pack das mal ganz kurz hier hin. Ah, wir haben keine ordentlichen Kräuter. Zack. Gehen wir echt ohne Kraut da raus? Ja, schon. Ich nehme mal ein, so ein Ding mit. Ja, stimmt, wir gehen leer los, hast du recht. Herausforderung.
Wir können schon die erste Schutzweste kaufen. So. So, daran. Zack. Wie viel fehlen uns noch für die nächste? Wollen wir dann auf jeden Fall als nächstes gleich. Da müssen wir noch ein bisschen spielen. So, Leute. Alles klar. Das war's erstmal von uns heute wieder. Von mir, eurem Pit. Und eurem Nesti. Und wir spielen natürlich beim nächsten Mal wieder direkt an dieser Stelle weiter in Kapitel 2.1. Wir haben jetzt quasi Kapitel 1.1 und 1.2 beendet. Damit auch quasi das komplette erste Kapitel hier mit im Stream abgeschlossen. Und wir zeigen hier im Stream natürlich auch, wo alle Embleme sind, wie ihr die kriegen könnt, was ihr dafür machen müsst. Ja, schaut einfach bitte hin weiter zu, wir würden uns da sehr drüber freuen. Vergesst nicht, uns zu folgen unter twitch.tv/deaddevil1991 sowie twitch.tv/nastyscream. Alles klar, dann peace out, euer Devil TV Team, reingehauen. Kurzer Outtake von unserem Sohn, aber so gehört sich das, ne? Das ist Gaming TV. Ganz sympathisch und echt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Peace out. Vergesst nicht zu abonnieren.